Hirslanden ist eine Privatspitalgruppe mit aktuell 16 Spitälern in der Schweiz. Kaiko wird von Patienten spezifisch angewendet, um ihre Nebenwirkungen kurzzeitig, unabhängig von Ort und Zeit, zu erfassen. Sie haben Zugriff auf diese Daten mit dem PC, mit dem iPhone, mit dem Tablet. Es ist ein Patiententagebuch. Also der Patient kann mit gezielten Fragen, die wir ihm abfragen, aber auch mit der Chatfunktion, die sehr rege genutzt wird, ist es die Möglichkeit, dass der Patient uns 24 Stunden, 7 Tage in der Woche sagt, wie es ihm geht. Und wir sind uns gewohnt, Computer zu benutzen, alle meine Mitarbeiter. Bei den Patienten ist es sehr unterschiedlich natürlich. Man muss sie gut schulen und wenn sie geschult sind, dann ist es für jeden Patienten möglich, das zu handeln. Man kann nicht sagen, wer es braucht nicht. Wir haben sehr alte Frauen, die das zusammen mit ihren Männern machen. Und für uns ist es natürlich extrem spannend, weil wir tatsächlich viel, viel mehr Daten haben in unseren Patienten als früher. Nicht nur während der Therapie, sondern es geht weiter und wir erfahren so auch, wie es dem Patienten nachher geht, was wir vorher einfach nicht gehabt haben. Diese Kontinuität schätzen die Patienten sehr. Ich komme jeden Morgen mit dem Bus arbeiten, warte normalerweise 15 Minuten, bis der Bus kommt und ich gehe immer dann in mein Handy und schaue die Kaiko-Daten an. Und dann am Computer hier kann ich dann die nötigen Verordnungen und so machen. Also es ist extrem flexibel. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Systeme im Patient Reported Outcome. Und der entscheidende Vorteil für mich bei Kaiko ist, dass die Leute, die dahinter stehen, extrem flexibel sind. Und das unglaublich daran interessiert ist, weiterzuentwickeln. Und damit gehen wir irgendwie Hand in Hand. Das ist auch für uns spannend, unsere Ideen in Kaiko hineinzubringen und dann zu sehen, wie die auch umgesetzt werden. Kaiko ist für mich ein medizinisches Arbeitsinstrument, das ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen kann, ohne zu arbeiten.